Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1904 der Schalke Talk der Watz und der Funke Mediengruppe. Ein Tag nach der 1-0 Niederlage der Schalker in Braunschweig. Ich begrüße an meiner Seite Schalke-Reporter Andi Ernst. Glück auf. Und Schalke-Reporter Robin Haag. Glück auf. Mein Name ist Sinan Schad von der Watz Gelsenkirchen und 1904 beginnen jetzt. Andi, Robin, es blieb uns leider wieder nichts anderes übrig, als unseren Studio Kurani in einer bedauernswerten Pose dahinzustellen. 1-0 in Braunschweig verloren und um ehrlich zu sein, es hat eigentlich nichts gepasst. Ja, es hat vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nichts gepasst, aber um etwas allgemeiner zu werden, am dritten Spieltag zwei Spiele verloren zu haben, das ist natürlich ein Fehlstart, aber Gesundheit. Es ist kein Grund, alles zu verteufeln, weil noch 31 Spiele bleiben, um alles zu drehen, aber es sind schon sehr, sehr viele Warnsignale da, die wir jetzt alle, glaube ich, der Reihe nach aufdröseln werden. Und gerade die erste Halbzeit, wie die abgelaufen ist, das fand ich doch sehr verstörend. Wenn Thomas Reis sagen, dass die Basics gefehlt haben. Also am dritten Spieltag einer neu zusammengestellten Mannschaft, da fehlen in der ersten Halbzeit gegen einen Abstiegskandidaten die Basics und der Gegner bekommt ganz viele Räume und man bekommt im Zweikampf überhaupt keinen Zugriff. Also Zweikampf, das ist ja wirklich die Grundtugend des Fußballs. Und wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann ist das schon ein Warnsignal. Und warum es dazu kommt, glaube ich, werden wir jetzt der Reihe nach aufdröseln. Ja, wir versuchen das jetzt der Reihe nach aufzudröseln, in der Tat. Es werden ja doch ein bisschen böse Erinnerungen wach, ne? An die letzten Jahre, wie Schalke jeweils immer in die Saison gestartet ist und im Laufe des Jahres dann ja viele Reparaturarbeiten leisten musste. Worauf ich hinaus will, im Moment, ja, du hast gesagt, das sind erst vier Spiele, das stimmt, aber im Moment hat man den Eindruck, der Kader ist nicht gut aufgestellt, Robin. Ja, zum einen muss man sagen, ist er recht dünn besetzt, ne? Wenn man hinten anfängt. Es gibt, glaube ich, jetzt aktuell 6 fitte Verteidiger für 4 Positionen. Zählt man Niklas Tau dazu, sind 7, der gestern Rechtsverteidiger gespielt hat. Das ist zu wenig. Man braucht für jede Position mindestens 2 Spieler, weil Verletzungen kommen. Leo Greime zähle ich nicht mit, weil er locker mal bis Mitte Rückrunde ausfallen wird. Und ja, du hast keine Alternativen. Gestern fiel Cedric Brunner aus, letzte Woche fiel Thomas Ovejan aus und dann wird es auf den Außenverteidigerpositionen extrem eng. Deshalb soll er noch nachgelegt werden. Das ist seit Wochen wird das gesagt, aber noch ist niemand da. Was natürlich, das macht es nicht besser, weil jetzt wurden 2 Spiele ohne diese Ersatzmänner gespielt und das war nicht gut. Zumal die da sind, ja auch nicht wirklich gut. Ne? Also ja, gerade also, wenn wir auf die Neuzugänge gucken, Andi. Ja, wenn wir noch mal da bleiben, dann sind wir schon bei dem Neuzugang. Innenverteidiger, da haben wir Timo Baumgartel und Marcin Kaminski, die quasi durchspielen müssen, weil Ibrahima Cissé, das war in Hamburg zu sehen, ist noch keine passende Alternative. Und Baumgartel, das ist ein solider Innenverteidiger, der mit Sicherheit noch in seine Spielpraxis finden wird, ne, der jetzt nicht so viel aufgrund einer Krebserkrankung nicht so viel gespielt hat im vergangenen halben Jahr, das ist schon okay. Aber Kaminski, der war schon vor 2 Jahren langsam. Und der ist jetzt halt 2 Jahre älter geworden und da sind schon extreme Schwächen zu merken. Und wenn der gar keinen Konkurrenzkampf spürt von hinten, also normalerweise, wie Robin sagte, brauchst du einen Außenverteidiger, am besten einen Rechtsverteidiger, der auch mal links aushelfen kann. Und meiner Ansicht nach brauchst du auch noch einen Innenverteidiger, weil diese Abwehr einfach aktuell wirklich nicht gut genug ist. Und gerade in der Abwehr, wenn du das mal vergleichst mit den, du hast gerade davon gesprochen, dass Reparaturarbeiten nötig waren. Vor 2 Jahren, heute, exakt vor 2 Jahren, hat Schalke 1-4 in Regensburg verloren. Ich spüre gerade so ein paar, Robin war damals leider nicht dabei, ich spüre so ein paar Regensburg-Vibes gerade. Wenn man die Kommentare und Analysen, die ich damals geschrieben habe, mit den heutigen vergleicht, dann deckt sich das an vielen Stellen. Und damals war es in Regensburg das erste Spiel von Itakura, der kurz davor verpflichtet war. Und er war halt dieser Fixpunkt, natürlich neben Terodde, ein Fixpunkt dieser Aufstiegsmannschaft. Und du hast vorhin gesagt Gamechanger und das war er ja in der Tat. Ja. Und im Winter kam Moritz Jens, auch ein Innenverteidiger, der diese Mannschaft auch qua Präsenz und qua Leistung auf ein anderes Niveau gehoben hat. Und so eine starke Figur sehe ich aktuell noch nicht. Aber du hast nach den gefragt. Wirklich, also es braucht da wirklich gerade in der Verteidigung, Leute, an denen sich andere hochziehen können, weil sie durch Leistung vorangehen, vielleicht auch durch Charakter. Also Charakter spreche ich Marcin Kaminski nicht ab. Ne? Er ist erfahren, er strahlt auch ein bisschen was aus, aber wenn die Leistung nicht stimmt, dann denkt man, ja, auf den kann ich mich verlassen. Man weiß genau, okay, den kann ich auf keinen Fall ins Laufduell schicken, dann klappt es nicht, dann ist er durch, der Stürmer. Ja.
Und ja, gerade bei dem Punkt hast du im Vorgespräch ja noch was ganz Spannendes gesagt. Dadurch, dass Schalke jetzt als ja im Grunde in jedes Spiel auf dem Papier zumindest als Favorit geht, spielt Schalke höher, greift höher an. Und hinter dem Innenverteidiger ist sehr viel mehr Platz. Also hinter Kaminski ist sehr viel mehr Platz. Und da hast du vorhin, glaube ich, zu Recht betont, warum das keine gute Idee ist mit ihm. Ja, Andi hat es gerade angesprochen. Er ist halt langsam. Ne? Also hinter Kaminski ist viel Platz. Das heißt, die Stürmer haben viel Platz, in den Raum reinzustarten. Und da ist es schwer, hinterherzukommen. Wo Schalke in der vergangenen Saison, wo Kaminski auch in der Rückrunde teilweise gute Leistungen gezeigt hat, stand Schalke deutlich tiefer, hatte Kaminski wenig Raum hinter sich zu verteidigen. Da war es einfacher für ihn und einfacher für die Mannschaft. Aber jetzt sind andere Sachen gefragt im Schalker Spiel, weil mehr Ballbesitz. Du musst das Spiel machen, du musst ein bisschen höher stehen, um mal den Gegner hineinzudrücken, was das Ziel ist. Ja, und das gelingt erstmal nicht und du bist hinten sehr, sehr löchrig. Ich glaube, 6 Gegentore schon kassiert oder sogar 7. Wie viel sind es jetzt? 5 in Hamburg, 1, ja. Ja, 7. Ja. Ihr sprecht im Grunde ja schon die Spielidee an, Andi. Welche Spielidee hat Thomas Reis? Und ich hatte ja gerade schon gesagt, über die Neuen im Kader und in der Mannschaft möchte ich schon nochmal expliziter sprechen, weil mich überzeugt da bisher echt kaum jemand. Dann machen wir es so. Ich rede über die Neuen, Robin über die Spielidee. Machen wir es so. Also die Neuen. Gehen wir sie mal von hinten nach vorne durch. Baumgartl, das habe ich gerade, also ganz hinten. Marius Müller, muss man bisher ganz klar sagen, ist Top-Einkauf. Ja. Hat die ein oder andere Schwäche, wenn er mal einen Ball gerade ausschießen muss von hinten. Da kommt jetzt nicht jeder Pass an. Da gab es auch mal ein, zwei gefährliche Situationen, die dadurch eingeleitet wurden. Aber auf der Linie und vor allen Dingen auch bei Flanken, man sagt ja bei vielen Teutern, ne, ja, schön auf der Linie, aber bei Flanken, uiuiui, ne, ähnlich an Schwolo vor einem Jahr, da war ja jede Flanke gefährlich. Und Marius Müller, also der hat ja, also der strahlt sowohl bei Flanken was aus, als auch auf der Linie ist er bärenstark, eindeutig Top-Einkauf. Man kann also nicht sagen, dass alle durchschnittlich sind. Marius Müller ist schon echt gut. Baumgartl habe ich gerade schon angesprochen, ist halt noch nicht derjenige, der, wie Robin gerade das bei Kaminski richtig angesprochen hat, wenn es mal nicht läuft, sagt, boah, hinten haben wir aber den Baumgartl, der steht. Nee, im Moment noch nicht. Dann auf der 6, oder wie ich es jetzt im Begriff gelernt habe von Thomas Tuchel, auf der Holding 6 spielt Rod Schallenberg. Der wird, so wie ich das, so mein Gefühl ist, in den Fankreisen sehr kritisch gesehen. Da ist aber die interne Wahrnehmung ganz anders. Also Peter Knebel war ja bei uns beim großen Talk und er hat halt auch gesagt, in Braunschweig, Schallenberg für ihn der beste Spieler seiner Mannschaft. Gestern sagte Thomas Reis über das zentrale Mittelfeld, da kam sehr wenig Kreativität, hat aber Ron Schallenberg explizit ausgenommen, weil er ist halt der Mann fürs Grobe. Und er hat quasi die Spielidee noch am ehesten verstanden. Thomas Reis wehrt sich dagegen, dass jetzt immer noch Mann gegen Mann gespielt wird, wie am Abschiedskampf, sondern dass man auch mal mit Übergeben spielt. Und Schallenberg macht das noch am ehesten. Aber er ist halt keiner, der nach vorne Akzente setzt. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Fans erwartet haben, dass jetzt Rod Schallenberg aus Paderborn kommt und A, so Van Bommel, Jermaine Jones mäßig hinten alles abräumt und vorne auch noch mit den absolut glänzenden Superpässen alle Chancen einleitet. Das hat übrigens einmal super funktioniert und zwar in Hamburg. Schön abgefangen, Steilpass nach vorne, Terodde versenkt. Das war richtig gut, aber das kann man von ihm einfach nicht immer verlangen. Und dann sind wir bei Brian Lasme, Neuzugang, guter Einwechselspieler. Spieler, aber halt gut, nicht herausragend oder überragend. Und wen habe ich noch vergessen? Timo Baumgartl dazu. Ja, genau. Ja, bestimmt einen vergessen. Im Mittelfeld? Aber, ja, genau. Ja. Tempelmann und Seguin. Ja, genau. Tempelmann und Seguin, das waren die beiden, die Thomas Reis extrem kritisiert hat. So, weil von ihnen wenig Aktivität kam und das sind auch noch nicht so diejenigen, die den Unterschied ausmachen, aus vielen verschiedenen Gründen. Seguin hat weite Teile der Vorbereitung verpasst, Tempelmann kam sehr spät, hat auch mal eine Trainingswoche nicht trainiert und so, ne, also die brauchen halt auch noch ein bisschen. Ja, das sind ja irgendwo auch Ausreden, es gibt ja genug andere Spieler im Kader, die auch da hätten spielen können, ne, also Drexler wurde dann eingewechselt, Ulrich Oge gibt's noch. Also, dass sie jetzt ja in der Vorbereitung zwei Eier verpasst hat, ist für mich jetzt kein Grund zu sagen, warum er jetzt am 4. Spieltag in Braunschweig versagt hat. Ja. Ne, das ist halt die Namen nicht ad hoc einfallen. Das sei jetzt ehrlich gesagt, das ist auch schon. Dass sie nicht besonders aufgefallen sind. Nee, ja, aufgefallen. Ganz genau. Und ja, und dann sind wir halt bei der Spielidee von Thomas Reis. Wir sind bei Kreativität. Wir sind dabei, dass der kreativste Spieler, den du hast, mit Asan Wedra Ogo zweimal hintereinander auf der Bank sitzt. Ne? Also, Robin hat sich da noch viel mehr mit beschäftigt als ich. Ja, was hat mehr beschäftigt? Aber es ist ja aufgefallen, dass es
so eine richtige Spielidee mit Ballbesitz nicht zu erkennen ist. Ja. In der vergangenen Saison, das haben wir ja auch schon öfter thematisiert, und in den letzten Wochen oder Monaten hat Schalke nicht viel zu verlieren gehabt. Schalke stand tief, hat gekämpft, Mann gegen Mann verteidigt und das wirklich gut gemacht mit viel Leidenschaft, mit auch besserem Personal, was die Qualität angeht, wenn man sieht, wer weggegangen ist in der Zentrale mit Kral, Kraus, Jens und auch Yoshida, der halt auch Zweikämpfe zumindest gewonnen hat. Ne? Und jetzt ist das Spiel ein ganz anderes. Schalke ist gegen Braunschweig nicht die Mannschaft, die hinten drin steht und mal abwarten kann. Schalke muss das Spiel machen. Schalke wird dann früh unter Druck gesetzt und die Kreativen, die es eigentlich machen sollen, Tempelmann oder auch Seguin, die es ja in Ansätzen in vorherigen Spielen mal ein bisschen gezeigt haben, haben da noch nichts. Also ich sehe nicht, wie Thomas Reis seiner Mannschaft vermitteln will, wie das Fußballspielen funktioniert. Ne? Diese Idee, wir spielen jetzt über außen zack, zack, irgendwie Tiki-Taka, ist natürlich nicht mit dem Personal möglich. Und dieses Kämpfen allein reicht halt einfach nicht mehr. Du hast in Braunschweig klar gesehen, Braunschweiger pressen hoch. Die Idee ist, glaube ich, dass man sich von hinten schön rausspielt. Was passiert? Schalke wird zum langen Ball gezwungen. Der lange Ball kommt und gerade in der ersten Halbzeit hat Schalke gefühlt alle wichtigen Kopfballduelle verloren. Ball war weg. Das sah blöd aus. Das war wenig attraktiv. Es war nicht zweikampfstark. Es war durchschaubar. Es ist wahnsinnig durchschaubar gewesen. Es ist nicht mutig. Es ist nicht kreativ. Und wie Robin sagt, noch gerade gestern ohne die Außenverteidiger, ohne zum Beispiel Brunner oder vor einer Woche ohne Ovejan, da hast du einfach auch nicht Spieler die auf dem Platz, die das können, die das beherrschen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie auf einmal Niklas Tauer und Baumgartel sich an der hochpressenden Braunschweiger Mannschaft einfach mal mit dem Doppelpass durchverteidigen, einen Diagonalball spielen und dann darüber, also das kann ich mir mit dem Personal aktuell nicht wirklich vorstellen. Ja, ein Lichtblick war da tatsächlich, aber ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber Yusuf Kabadai, der dann in, weiß ich nicht, irgendwann spät in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. So 63. oder so, genau. Der dann ja tatsächlich seine 2-3 Aktionen auf links hatte und 2-3 Flanken relativ gefährlich zumindest reingebracht hat. Aber, das habt ihr mir vor dem Talk auch schon gesagt, ihr seid ja immer sehr nah dran. Und nicht nur am Berger Feld, auf Schalke selbst, sondern auch in der Community, in der Schalke-Community. Ja, so ein bisschen scheint die Stimmung leicht zu kippen. Ne? Also Thomas Reis hat zweifelsohne einen großen Kredit noch bei den Schalke-Fans. Aber auch seine Nerven scheinen ein wenig blank zu liegen im Moment. Ja, also ist jetzt nicht so, dass der so Otto Rehagel-mäßig alles und jeden verflucht, aber man merkt schon, dass er etwas dünnhäutiger wirkt, weil ihm dieser Gegenwind nicht passt und weil der neu für ihn ist. Und gerade vor einer Woche war ja dieses von uns besuchte Testspiel der Profis, also des zweiten Anzugs der Profis, da stand aber immer noch echt 10 Profis auf dem Platz, mit Ausnahme von Talabidi, der aus der U23 mal ausgeholfen hat, die gegen die U23 in 60 Minuten 2-4 verloren haben und wirklich schlecht waren. Und ich fand, dass dieses Testspiel wurde jetzt so ein bisschen runtergespielt. Und gerade Thomas Reis hat auf der Pressekonferenz, die dann einen Tag nach diesem Testspiel war, hat dann wie gesagt, ja, er lebt jetzt das alte Schalke und alles wird viel zu negativ gesehen und wir sollen nicht nur gewinnen, wir müssen auch sehr schön spielen. Das fand ich schon etwas befremdlich, dass er so dünnhäutig reagiert und dass wir doch nicht ganz so falsch liegen mit dem, wie wir berichtet haben, dass eben Warnsignale da sind, dass man so ein Testspiel auch wirklich negativ bewerten muss, dass eben dieser zweite Anzug nicht sitzt, hat man in Braunschweig gesehen. Mhm. Und da muss Thomas Reis vielleicht noch ein bisschen seine eigene Rhetorik überdenken. Und also ich finde jetzt nicht, dass wir als Medien oder dass die Fans sehr unfair werden, weil eine Trainerdiskussion, ja, sorry, die gibt es auf Schalke natürlich nicht. Thomas Reis hat Kredit und es ist ja jetzt nicht alles schlecht. Also man hat noch 10 Tage in der Transferperiode, man kann auch ein bisschen nachlegen, die Zeit bekommt Thomas Reis. Jetzt muss man nicht ganz schwarz malen und direkt alles Negative sofort nach oben ziehen. Nein, trotzdem ist es aber ja ein Rumpelstart. Ob es ein Fehlstart ist, ja nicht. Ne? Und es gibt halt so viele, du sagst, es nennt es Warnsignale, aber ich finde, die Leistungen der vergangenen Woche haben die Ergebnisse der vergangenen Woche haben die
auch nicht mit Leistung immer absolut kaschiert. Ja. Es hat ja nicht viel funktioniert. Man hat sich verlassen auf Ovejan-Standards, die teilweise ganz gut funktioniert haben. Man hat sich verlassen auf Terodde, der vorne wieder gut geknipst hat. Und auf Marius Müller. Das hat funktioniert, diese drei Sachen. Und es hätte gestern ja auch fast wieder funktioniert. Genau. Müller hat hinten alles gehalten, Terodde stand einen Millimeter im Abseits und Ovejan hat einen Freistoß an die Latte geschossen. Das darf halt aber nicht immer reichen. Sowas darf nicht reichen. Ja, eben. Und ich sagte, es reicht ja auch nicht immer, hat man ja gestern gesehen. So ist Schalke halt in dieser Form noch keine Spitzenmannschaft der zweiten Liga. Absolut nicht. Also auch der Sieg gegen Lautern, das hatten wir ja damals schon diskutiert, ne? Gegen neun Mann, das war ja nicht so wirklich überzeugend. Am Ende steht natürlich der Sieg, aber eben, das funktioniert nicht immer. Sprich, Schalke muss noch was tun. Da seid ihr euch definitiv einig. Ja, man weiß ja gar nicht, wie viel, ne? Wenn man jetzt sieht, welche Spieler gestern alle angeschlagen oder verletzt rausgingen. Wie ist denn der Stand? Ich hatte ja die halbe Mannschaft musste ja verletzt raus. Ja, Dominik Drexler, der ja in der zweiten Halbzeit erst eingewechselt wurde und dann, ich glaube, 10 Minuten vor Schluss hat er bei einem Sprint, hat man gesehen, er fasst sich den Oberschenkel, muss den Sprint abbrechen. Schalke hat aber 5-mal schon gewechselt gehabt. Das heißt, er konnte nicht ausgewechselt werden, hat erst noch ein bisschen versucht, in die Sturmspitze gegangen und ist dann runter. Während er an uns vorbeigegangen ist im Kabinentrakt, hat er gesagt, ja, es fühlt sich nach Faserriss an. Also er geht davon aus, Selbstdiagnose Faserriss, das heißt, er wird mehrere Wochen fehlen. Natürlich eine schlechte Nachricht. Brian Lassme, der auch angeschlagen runterging, gibt es wohl leichte Entwarnung, das sollen nur Krämpfe gewesen sein. Kindern Karaman muss man gucken, er ist ja auch mit Muskelverletzung schon in der ersten Halbzeit runtergegangen. Was echt bitter ist, weil Karaman, also meiner Meinung nach, zumindest zu einem der Besseren gehört in den letzten Jahren. Klar, war völlig solide, auch in der ersten Halbzeit. Hatte er 2-3 Aktionen, die ein bisschen gefährlich waren, Abseitstor auch vorne drin gehabt. Ist schon einer der besten Spieler der bisherigen Saison auf Schalke, ganz klar. Wen haben wir noch? Niklas Tauer. Wie ist denn da jetzt der Stand? Sorry, ich bin jetzt vorgefallen. Ja, muss man mal schauen. Also wir haben da noch keine finale Info, aber der wird jetzt untersucht die Tage und dann, ja, aber wenn man so früh ausgewechselt wird, ist ja zumindest fraglich für die kommenden Wochen, so viel kann man sagen. Tauer hat ja mächtig einen abgekriegt, mehrfach kassiert von irgendwelchen Schuhen der Gegenspieler oder ungecheckt, ungegrätscht. Ja, der ist wohl nicht verletzungsbedingt ausgewechselt, trotz gleich einem Brummschädel. Der wird jetzt nicht langfristig ausfallen. Und gibt es noch wen? Nee, das waren die vier. Cedric Brunner kommt zumindest zurück. Ja. Also er hat ja jetzt gefehlt und hatte einen Schlag auf den Spann bekommen. Er wird jetzt wohl wieder zur Verfügung stehen. Sebastian Polter hat auch im Kader gefehlt, Risswunde. Da ist jetzt haben wir jetzt gestern ehrlicherweise noch gar nicht drüber gesprochen, ob das jetzt noch reicht für Freitag gegen Kiel oder nicht. Aber haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich meine, Krämpfe in der 60. Minute ausgewechselt werden. Unfassbar. Ist auch schon stolz. Und gerade Ovejan oder so, da haben wir auch schon, wir saßen auf der Tribüne und haben uns so angeguckt, ey, guck dir mal den Ovejan an. Das war so 70., 71. Minute. Da hatte der mal 10 Minuten, da hat er wirklich nur noch gepumpt. Ne? Also da sind jetzt auch nicht alle so super fit. Ich meine, es war zwar warm Ovejan gestern, kam aus der Verletzung auch, muss man auch sagen. Ja. Ne? Also vielleicht, ich bin kein Profisportler, kann ich ganz genau sagen, wiefern das den Körper dann beeinflusst. Aber er hat ja die letzten anderthalb Wochen wenig trainiert. Ob das dann schon auch reicht, dass die letzten 20 Minuten weg sind, die Luft? Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Ja, genau, ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, der hat ja die komplette Vorbereitung mit durchgezogen und so. Ne? Also, ja, keine Ahnung, ist mir halt nur aufgefallen, ist jetzt auch nicht das vorrangigste Problem des Ganzen. Wer dann gestern ja nochmal seine Chance bekommen hat, auch aufgrund der Verletzungssituation, sich auf den Außen nochmal zu zeigen, war Kusuki, der in der vergangenen Saison, bis er verletzt war, dann ja echt auch so eine Art Gamechanger war, zumindest für ein paar Spiele. Also ich hatte den Eindruck, der Junge braucht jetzt aber noch ordentlich Spielerfahrung, Spielpraxis. Ich glaube, es war sein erster Saisoneinsatz, obwohl er halt im Vorfeld immer so ein bisschen gehypt wurde von vielen Fans. Kusuki, der kann doch jetzt mal hier so eine super Saison spielen. Und man hat gestern gesehen, warum es sein erster Saisoneinsatz war. Thomas Reis war von der Vorbereitung von ihm absolut gar nicht überzeugt. Natürlich ist es bei ihm eine andere Erwartungshaltung. Ne? In der letzten Bundesliga-Saison, wo er dann im Winter dazugestoßen ist, hatte niemand was von ihm erwartet und alle positiv überrascht. Und jetzt hat man schon gedacht, ja, der könnte schon so einer sein, der uns da 10 Tore, 10 Vorlagen liefert. Er ist ja selber auch gedacht. Und er kennt diesen Druck nicht. Und das war nicht leicht für ihn zu verkraften, jetzt ein kleiner Star zu sein. Ne? Kein Nobody mehr, sondern ein Star, der vielleicht auch Ambitionen hat. Und ja, der hat in der Vorbereitung nicht überzeugt. Hat bis jetzt noch nichts gezeigt auf dem Platz. Auch im Testspiel wurde er auf der 8 ausprobiert, statt auf den Flügeln. Hat auch nicht funktioniert. Also da muss noch mehr kommen von ihm. Also Thomas Reis hat in Mittersill sogar gesagt im Trainingslager, dass er damit mit dem Gedanken gespielt hat, ihn erstmal zu U23 zu schicken, damit er sich da mal wieder Selbstvertrauen und Spielpraxis holen kann. Dann hat er im letzten Testspiel gegen Gornik Žabše ziemlich gute 20 Minuten hingelegt, nachdem er eingewechselt wurde, obwohl er eigentlich gar nicht spielen sollte. Und hat er ein Tor geschossen, Freistoß, genau, hat 2 Tore nach Standards vorgelegt. Und damit hat er sich auch so ein bisschen, natürlich das Gefühl, qualifiziert für den Kader.
Und wenn Karaman ausfällt jetzt, wird er auch da sicherlich bleiben und nicht in die U23 nochmal. Also wir haben über die Quantität und über die Breite des Kaders ja gerade gesprochen. Mhm. Da wird ja jedermann gebraucht. Freitag geht es weiter gegen Kiel. Ruid Raogo von Anfang an? Ja, für mich klare Sache. Ja, also würde ich auch sagen. Ganz klare Sache. Du hast ja gestern gesehen, es gab zwei klasse Offensivaktionen. Die erste war in der ersten Halbzeit, ein schneller Doppelpass, Terodde Karaman. Karaman schießt ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Und die zweite, also das war unmittelbar vor dem Freistoß von Ovejan, der an die Latte ging, wie Ruid Raogo sich da an fünf Leuten vorbei dribbelt und dann unmittelbar vor der Strafraumgrenze da umgehauen wird und so. Das sah schon nach Fußball aus, ne? Da sieht man, der Junge kann wirklich kicken, und wenn der Mannschaft die Kreativität so flöten geht, sollte er spielen. Aber ich finde dann doch, dass ich feststelle, dass diesem Jungen, und da muss ich jetzt einmal so reden wie Gerard Asamoah, dass ihm dann doch ein bisschen zu viel Druck dann aufgeheizt wird. Du kannst eigentlich keinen, der gerade 17 geworden ist. Wir sagen jetzt hier auch, Ruid Raogo muss jetzt spielen, weil dann bist du wieder kreativ so. Und dann ist das eine Änderung gegen Holstein Kiel, und dann lastet viel auf seinen Schultern. So, wir sind kreativ, Assa, mach mal. Also das macht dem, ich weiß nicht, ob der das vor 60.000 dann auch so richtig gut hinkriegt. Ob er das schafft, ob Thomas Reis ihn überhaupt aufstellen wird, das sehen wir dann am Freitagabend. Samstag sind wir dann wieder mit 19:04 der Schalke Talk für euch online. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Glück auf! Glück auf!